In der Vergangenheit hat es immer wieder Diskussionen um Steuersysteme im Land gegeben. Was könntest du da ändern? Für Steuererhöhungen, die die Bürgerinnen und Bürger treffen, bin ich absolut dagegen. Ich denke, durch die Sparmaßnahmen der vergangenen Legislaturperiode ist vom Staat beim Bürger genug gespart worden. Es ist mir aber auch wichtig, dass die Unternehmer im lehrten Staat Rechts- und Planungssicherheit haben. Und dazu braucht es auch ein verlässliches Steuersystem, das nicht immer wieder angepasst wird. Ich denke aber auch, dass es beim jetzigen Steuersystem gewisse größere Ungerechtigkeiten gibt, besonders beim Eigenkapitalzinsabzug, wo von den Unternehmern geltend gemacht werden kann. Je höher das Eigenkapital eines Unternehmers ist, umso mehr kann es von einem 4% Eigenkapitalzinsabzug profitieren und vom Steuerergebnis abziehen. Es kann einfach nicht gerecht sein, wenn grosse Firmen mit einem Umsatz von mehreren Millionen Franken praktisch noch die Mindeststeuer von 1200 Franken zahlen und eine Privatperson aus dem Mittelstand mehr Steuern zahlt. Das verstehen die Bürger nicht. Man darf sich davor aber nicht verschwiegen. Und die Politik muss das Thema angehen. Auch sollte die nächste Regierung dazu ein Berechnungsmodell aufzeigen, wie die Thematik umgesetzt werden kann.